Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video. Wir sind hier heute im Sneakerraum von Dominik von Born Originals. Und heute zu Gast haben wir Melvin da. Wir erzählen euch heute endlich was zu der kommenden Kollabo zwischen Grailify und Born Originals. Servus Melvin, alles gut bei dir? Hallo Eddie, ja klar. Also schön hier zu sein. Endlich gibt es noch mehr konkrete Infos zur Kollabo. Wir haben ein bisschen was kreiert und ja, ich glaube jetzt kann es langsam losgehen, oder? Auf jeden Fall. Erzähl erstmal vielleicht was von dir. Ja, ich sage einfach nochmal kurz was zu Born Originals. 2014 gestartet. Wir machen handbemalte Sneaker. Individualität haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und neben den Schuhen haben wir auch eigene Schuhe und Taschen kreiert. Die lassen wir in Portugal produzieren. Dieses Jahr soll auch unsere Kleidung richtig an den Start gehen. Und ja, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal eine Kollabo mit euch, wo ihr ein bisschen was von uns promotet habt. Das kam ganz gut an. Sehr gut angekommen. Und ja, als wir dann drüber gesprochen haben, mal irgendwie was Individuelles zusammen rauszubringen, da wart ihr ja begeistert. Und ich glaube, das Feedback der Leute zeigt auch, dass es eine ganz gute Sache wird. Auf jeden Fall. Du hast hier schon einen Karton auf deinem Schoß. Sollen wir mal reinschauen? Können wir gerne machen. Ja, ihr habt ja mir gesagt, hier diese Designs sind recht gut angekommen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann natürlich geschaut, dass wir die Grailify-Farben unterbringen, dass wir euer Branding auf jeder Seite platzieren, dass man entsprechend dann auch ja, aus jedem Winkel weiß, es ist ein Grailify-Sneaker. Und ja, haben da einfach der Kreativität freien Lauf gelassen. Und das sind jetzt beispielhaft einfach mal drei der insgesamt, ich glaube, sieben Designs haben wir. Genau. Wir haben auch noch zwei weitere hier, die können wir gleich nochmal zeigen. Vielleicht, ja, haben diese Designs einen bestimmten Namen? Das heißt, glaube ich, Dripping Swoosh? Ja, genau, Dripping Swoosh. Wir hatten mal 2015 haben wir einen Dripping Swoosh rausgebracht. Der war so ein bisschen reduzierter. Ist bis heute irgendwie ein Bestseller und dem Ganzen haben wir dann so ein Makeover gegeben bei uns im Konfigurator. Und jetzt haben wir das quasi dann auf eure Farben angepasst. Und ja, wir haben halt geschaut, was sind denn so Designs, die einfach ansprechend sind. Gerade auch für Sneakerheads, ne, wo man irgendwie den Nerv der Zeit trifft. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also was das Feedback so gezeigt hat, wird das schon eine gute Sache. Auf unserer App ist das auf jeden Fall schon eines der am heißesten bewertesten Schuhe. Genau, und dann haben wir ja eben geschaut, wie können wir das Ganze verbinden. Jetzt sehen wir ja gerade die Designs, die auch farblich so richtig gut passen. Ja. Dazu haben wir dann ein Shirt kreiert, passend zu den Designs. Was man hier sieht. Never take the L. Ist ja auch euer Motto. Genau. Kann man so sagen. Und ja, dieses Shirt wird es dann von euch als Goodie zu jeder Bestellung dazugeben, oder? Gratis. Genau. Willst du nochmal die anderen? Ja, ich kann nochmal die anderen holen. Einen für dich. Ja, fängst du an? Ja, hier haben wir einmal Kiss My Airs. Farblich mal ein bisschen anders gehalten, aber ich glaube, so mit den Lippen passt es ganz gut, wenn es rot ist. Auf dieser Seite, ja, erinnert so ein bisschen an Off-White, der Style, aber eben mit diesem Grailify auch wieder individuell. Und man fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum ist das so durchgewürfelt mit den Designs? Mhm. Das ist halt das Konzept des Konfigurators, also dass sich jeder seinen eigenen Sneaker kreiert. Genau. Also wir können quasi, jeder User kann sich beide Außenseiten individuell bedrucken und beide Innenseiten nochmal. Das heißt, ihr könnt zwei verschiedene Designs jeweils auf ein paar Schuhe packen. Genau, du hast jetzt gerade gesagt, bedrucken. Bedrucken ist nicht ganz richtig, sondern bemalen. Also jedes Paar wird wirklich von Hand bemalt bei uns im Atelier. Was einfach zeigt, wie viel Handarbeit da reingeht. Außerdem bieten wir an, dass die Schuhe personalisiert werden in Form von Initialen. Also Initialen gibt es gratis dazu. Die kommen dann hier drauf. Genau. Und also es gibt gratis Initialen, es gibt ein gratis T-Shirt. Es gibt die Möglichkeit, sich einen komplett eigenen Schuh zu kreieren, also alle vier Seiten individuell zu machen. Man kann aber auch zwei Seiten nur machen. Man könnte theoretisch sogar nur eine Seite bemalen lassen. Würde ein bisschen komisch aussehen. Und das Ganze geschieht bei uns im Konfigurator.
Und den habt ihr jetzt auch ziemlich neu, ne? Aufgesetzt. Genau, unseren Konfigurator haben wir letztes Jahr in den Start gebracht, beziehungsweise 2018 schon so einen Soft-Launch gemacht. Und so langsam spielt sich das Ganze ein, wird weiter befüllt, wird auch gut genutzt. Und da hast du dann als Kunde die Möglichkeit, dir ein Modell auszusuchen, zum Beispiel jetzt Air Force One, und dann verschiedene Sachen zu machen. Du kannst Muster verwenden, du kannst die Hintergrundfarbe verschiedener Flächen verändern. Du kannst auch was ganz Eigenes hochladen. Also wenn du jetzt ein Bild hast von dir und Edgar, könntest du das auf den Schuh laden. Und es wird dann von unseren Künstlern auf den Schuh gemalt. Das jetzt überlegen wir uns. Aber ja, für diese Collabo jetzt geht das nicht, sondern da wird wirklich dann auf die Grailify Designs verwiesen. Wie gesagt, 7 an der Zahl sind es. Genau. Hier nochmal das Never Take the L. Ich glaube, wir haben jetzt auf den Samples auch gar nicht alle. Nein, eins fehlt noch. Genau. Wir haben hier noch das Schwarze. Mit dem schwarzen Hintergrund. Genau. Ja, ja, was kann man zum Preis sagen? Preislich liegen wir da unter 250 Euro tatsächlich, wenn man alle 4 Seiten individualisiert und wie gesagt noch die Initialen verwendet, kriegt das Shirt dazu, gratis Versand in Deutschland, ein cooles Packaging und das Ganze wird ja auch sehr limitiert sein. Ja, der Release ist am 13. bis zum 15. März, also der Release wird zeitlich begrenzt über das Wochenende sein und du kannst jetzt nochmal kurz erklären, wie das funktionieren wird. Ja, genau. Also wir haben uns dazu entschieden, das Ganze nicht von der Stückzahl zu limitieren. Bedeutet also, jeder, der sich einen Grailify-Schuh machen möchte, kann das auch machen, aber eben nur an dem Wochenende. 13. bis 15. März, danach wird es diese Konfigurationsmöglichkeit nicht mehr geben. Genau. Und ja, das bedeutet also, jeder, der möchte, kann das Ganze in Anspruch nehmen. Und wir sind natürlich gespannt, wer sich dann seinen individuellen Schuh kreiert. So, wie muss man sich das vorstellen, Konfigurator, das Ganze ja, sich zu gestalten? Ich zeige das Ganze einfach mal. Unser Konfigurator funktioniert am Desktop, auf dem Tablet, aber eben auch am Smartphone. Und hier kann man dann letztendlich die einzelnen Flächen auswählen. Vor sich sieht man dann den Schuh. Einmal hast du den linken Schuh, einmal hast du den rechten Schuh. Innenseite, Außenseite und am Ende noch die Initialen auf den Fersen. Du kannst also den Schuh anklicken, eine Schaltfläche, und siehst dann unten die verschiedenen Designmöglichkeiten. So, und da wählst du dann dein entsprechendes Muster aus, was du auf dieser Seite haben möchtest, und kannst auf Weiter klicken. Dann kommst du zur nächsten Fläche, dann zum Beispiel zur Innenseite, kannst auch wieder ein Muster auswählen. Du klickst dich also durch die ganzen Flächen. Am Ende kommst du zu den Initialen, die kannst du kostenlos dazu nehmen, musst du nicht. Wählst dann deine Größe aus, legst den Schuh in den Warenkorb und kannst dann noch das kostenlose T-Shirt dazu bekommen. Das wählst du auch im Warenkorb einfach aus, kannst da deine Größe angeben, die Bestellung platzieren und dann wird der Schuh individuell gefertigt. Perfekt. Also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst. Der Schuh wird am 13. bis zum 15. März online sein. Ihr könnt ihn euch selbst gestalten, das heißt, ihr könnt entweder eine Seite oder 3 oder 4 oder 2 selber auswählen. Der Preis wird sich unter 250 Euro bewegen. Ihr bekommt ein kostenloses Shirt dazu und die Initialen hinten könnt ihr auch kostenlos machen. Genau. Das. Ansonsten kurze Info noch zur Bearbeitungszeit. Wie gesagt, die Schuhe werden von Hand gemacht. Ja. Und wir sind natürlich so ein bisschen auch abhängig davon, wie viele Leute letztendlich bestellen. Werden aber mit 2 Wochen Bearbeitungszeit an den Start gehen. Also bedeutet, nach 2 Wochen werden die Schuhe verschickt und sind dann ja auch innerhalb von 1-2 Tagen da. Wenn wir jetzt natürlich wieder die Seite crashen und hunderte Bestellungen bekommen, dann kann sich das Ganze auch ein bisschen verlängern, aber wir gehen erstmal davon aus, dass es in 2 Wochen machbar ist. Okay Leute, ihr habt gehört, Crash die Born Original Seite am Release-Tag, 13. bis 15. März. Und danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.